Wir haben jetzt hier einmal ein Video mit Godzilla Minus One VFX Crew Reacts to the Film Getting Nominated for the Oscars. Da haben wir die gesamte Crew, die sich eben darüber freut, dass der Film jetzt nominiert ist. Und danach haben wir dann noch die Entscheidung, dass der Film jetzt wirklich den Oscar gewonnen hat. Das werden wir uns jetzt mal anschauen. Da bin ich mal sehr gespannt drauf. Wie gesagt, ich gönn's den allen total. Ich finde das super geil. Dass der Film jetzt irgendwie weitergemacht wird, das steht auf jeden Fall fest, allerspätestens ab jetzt. Und ja, Monarch Staffel 2 bekommen wir auch dann nächstes Jahr. Das Godzilla-Universum, das kommt jetzt so richtig in Fahrt langsam. Wenn Godzilla Kong noch einigermaßen erfolgreich ist, dann geht das dann richtig rund. Wie fandest du Indie 5? Habe ich nicht gesehen. Ich habe Indiana Jones habe ich irgendwie so ein bisschen verpasst in meiner Jugend. Ich habe die auch alle irgendwie so nachholen müssen. Und deswegen habe ich aber so diesen nostalgischen Faktor dahinter nicht gehabt. Und für mich waren das einfach Abenteuerfilme. Die waren ganz cool. 1, 2, 3. Ich fand auch 4 jetzt nicht so schlimm, wie alle gesagt haben. Aber wie gesagt, bei mir hängt da auch nicht so viel hinten dran, weil ich es eben früher nicht gesehen habe. The Way of Water kam 2022. Hat der einen Oscar gewonnen? Wahrscheinlich für bestes CGI, ne? Die Story war jetzt ja auch nicht so besonders, aber das CGI war halt da schon echt krass gewesen. Da haben wir es doch auch schon. Godzilla Minus One. So, da bin ich mal sehr gespannt drauf. Es gibt aber leider kein Video, wo wir mal eine Reaction sehen könnten, wie die Crew darauf reagiert hat, dass sie gewonnen haben. Obwohl, die müssten wahrscheinlich auf die Bühne geholt werden dann, oder? Wir werden es gleich sehen. Und diesmal aber mit Kopfhörern, das ist wesentlich angenehmer. Und Jurassic Park war nostalgisch plus 500. Die haben auch wohl hier irgendeinen Witz gebracht mit Steven Spielberg, habe ich mir sagen lassen. Irgendwas mit Jurassic Park ist ja auch nochmal vorgefallen. Ich habe es halt, wie gesagt, gar nicht mitbekommen. So, dann gucken wir mal. Das erste Video jetzt hier zum Oscar von Godzilla Minus One geht 30 Sekunden, das zweite dann um die 5 Minuten. Ich bin sehr gespannt. Wie gesagt, ich gönne das denen alles. Ich gönne denen auf jeden Fall den Erfolg und freue mich auch, dass wir dann auf jeden Fall eine Fortsetzung bekommen werden zu Godzilla Minus One. In welcher Form auch immer. Die freuen sich einfach so krass schon nur über die Nominierung. Ey, ich finde das schon geil. Wie waren das gewesen? Die haben jetzt hier diesen Monitor gehabt und da wurden jetzt die ganzen Filme vorgestellt. The Creator zum Beispiel, habe ich auch noch nicht gesehen. Ist The Creator nicht aber auch von Gareth Edwards? Ja, Godzilla Minus One und sie rasten direkt aus. Ja, wie schön. Das ist schön. Ey, ist das aber auch der erste Godzilla-Film, der jemals nominiert wurde allein schon? Und deswegen flippen die gerade alle so aus. Das ist ja schon eine Leistung eigentlich, ne? So ein ganz plumper Monsterfilm. Einfach für die Oscars nominiert. Jetzt hier zu dem Zeitpunkt. Das ist schon eine krasse Sache. Und das Ganze hat einfach begonnen 1954. Und 2024 bekommen die den Oscar. Krass. Was sagt uns das? Niemals aufgeben. Nicht mal der allererste. Ja, ich glaube, der war auch noch gar nicht in der westlichen Welt so krass vertreten, oder? Godzilla kam doch erst, hat der Pandaman mir, glaube ich, mal erzählt, um jetzt mal die Schuld, wenn es falsch ist, auf jemand anderen abzuwälzen. Dieses ganze Godzilla-Hype, der kam doch erst mit Shin Godzilla wirklich zu uns rübergeschwappt. So allmählich. Da gab es auch schon vorher im Fernsehen, ich weiß, aber dass auch so der Mainstream darauf aufmerksam wurde, war doch eigentlich erst Shin Godzilla gewesen, oder nicht? Und nachdem jetzt hier, nach Godzilla Minus One, wird es auf jeden Fall noch wesentlich krasser werden. Vom ersten gab es eine deutsche Kinofassung. Ist der aber auch hier im Kino gelaufen in Deutschland? Team Toho oder Team Monsterverse? Ah, da müssen wir gar nicht drüber quatschen, glaube ich. Also Toho auf jeden Fall.
was die Qualität angeht, der Godzilla Kong, der wird null für die Oscars irgendeine Rolle spielen für die kommenden. Auf gar keinen Fall. Dafür ist der zu 0815 Mainstream. Boah, ich habe halt Shin Godzilla jetzt schon öfter gesehen, Minus One nur einmal. Aber ich mochte Minus One mehr, kann jetzt aber auch gar nicht genau sagen, warum. Wahrscheinlich eher, weil Minus One eine intimere Geschichte hatte. Also Shin Godzilla war jetzt ja, dieses Shin Godzilla taucht eben auf. Und da muss dann die Politik gucken, was sie jetzt dagegen macht. Und Shin Godzilla ist ja wirklich eine Geschichte von einer Familie, die versucht, nach dem Krieg wieder auf die Beine zu kommen. Und dann taucht Godzilla immer wieder auf. Das gefällt mir ein bisschen besser. Da hast du halt wesentlich mehr dieses Drama auch dann da drin. Was Godzilla ja auch in der Wurzel damals ausgemacht hat. Weil Godzilla war in der Wurzel nie einfach nur ein Monster muss kaputt machen. Das ist alles Quatsch. Godzilla war schon immer eine Geschichte mit Hintergrund, mit Substanz. Mal geguckt, wegen dem Comic habt ihr in Instagram geschickt. Muss ich nochmal reingucken. Muss ich die ganzen Nachrichten nochmal durchgehen. Ey, das ist schon, also ich freue mich darüber total, weil auch der Film, der hat ja nicht mal so viel gekostet, glaube ich, ne? Der war relativ günstig noch gewesen bei der Produktion. Jetzt schauen wir mal ganz kurz, wie die abgehen, als sie dann wirklich auch den Oscar gewonnen haben. Ich sehe das alles gerade hier zum allerersten Mal. An Oscar-Nominee, Danny DeVito. Ich wusste ja, dass Danny DeVito klein ist, aber das ist schon krass. Aber Schwarzenegger ist auch einfach riesig, ne? Glaube ich. Der ist auch an die 2 Meter groß, kann das sein? Nice, huh? Yeah, look at that. It's so beautiful. Look at everybody. Yeah, very nice. Well, Arnold and I are presenting tonight together for a very obvious reason. We both tried to kill Batman. Yeah. Oh, erinnere uns nicht daran, Alter. Ey, das. Arnold Schwarzenegger werden auch so Sachen einfach eher verziehen als jedem anderen Schauspieler. Mr. Freeze, ey. Das wäre eigentlich so ein typisches Ende einer Karriere gewesen. Ja, solange man auch drüber lachen kann. Endlich mal online erwischt und dazu direkt schöne News. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das sind echt schöne News. Sieht besser aus als The Flash. Das ist aber oft so. Du hast total häufig, und ich kann das sogar erklären, weil mir das auch mal erklärt wurde, warum das so ist, dass richtige hochbudgetierte Filme, ist das ein Wort? Ihr wisst ja, was ich meine, sehen meistens so extrem künstlich aus. Das haben wir als bei der Hobbit als Beispiel. Supergeile Filme. Ich mag die ja, sieht aber extrem künstlich aus. Dann hast du immer wieder mal so kleine Geheimtipps, die sehr wenig Geld haben, dafür extrem krass aussehen. Game of Thrones, so die ersten 3 Staffeln, sahen ultra realistisch aus. Und da wurde mal erklärt, woran das liegt. Und zwar liegt das einfach daran, dass Filme, die wenig Budget haben, den Film eben nicht so vollstopfen können mit CGI. Das heißt, du hast nicht so dieses überladene CGI-Feeling dann mit dabei. Bei Game of Thrones nochmal als Beispiel. Hatten die am Anfang eben nicht das Geld gehabt, um wie bei der Hobbit eine Kamera um eine CGI-Burg herumzuführen. Deswegen mussten die eine Burg einfach auf einen Berg oben draufsetzen und dann war die einfach da, statisch gewesen. Noch so ein bisschen Nebeleffekte, um die CGI-Effekte zu kaschieren. Und das sieht einfach besser aus als dieses ganze Hochglanz-CGI-Zeug. Und ich finde, das merkst du auch ganz krass beim allerersten Godzilla-Film. Dass durch dieses ganze dezente Genutze von CGI, oder damals war es ja kein richtiges CGI, das war ja mehr so Tricktechnik, wirkt es wesentlich besser. Deswegen, ja, The Flash war ja einfach auch nur ein CGI-Gedöns. So, das sind so Filme,
die wirst du in 5 Jahren, wirst du The Flash per AI am Rechner machen können. Da kaufst du nur noch Rechte von irgendeinem Schauspieler, der unterschreibt es dann, bekommt dann davon Kohle und dann macht alles der Computer selber. Da brauchst du keine Schauspieler mehr dafür. Und für sowas wie Godzilla Minus One wirst du noch echte Menschen brauchen, weil das fällt auf. Ja, oder es fällt vielleicht auch nicht auf, die auf dem echten Wasser waren oder nicht, keine Ahnung, aber es sieht auf jeden Fall sehr echt aus. Ja, The Flash, aber auch hier Quantumania, da gibst du dann irgendwann einfach ein bei so einer AI, bei so einer KI, Film mit Mann, der sich klein machen kann, Marvel, Ameisen, und dann macht er das automatisch, dann kommt da ein Film bei raus. Und vielleicht kommt dann auch irgendwann der Zeitpunkt, wo man eben sagt, okay, CGI-Film will keine Sau mehr sehen, weil jetzt jeder einzelne Dulli von uns kann einen CGI-Film zu Hause selber machen. Das heißt, jetzt müssen wir wieder zurück zum echten Film kommen. Vielleicht passiert das ja. Vielleicht aber auch nicht. Was hattest du geschrieben gehabt? Godzilla war eine Anlehnung an die Atombombe. Genau. An die Atombombenangriffe, die alles zerstört haben. Gute Qualität muss halt nicht viel kosten. Ja, genau, sehe ich genauso. Wenn ein Film was erzählen will, und der Film will ja was erzählen, dann macht er das auch und nutzt dann wirklich nur dann CGI, wenn es auch wirklich sein muss. Und viele andere Filme, die planen ja schon damit. Wir müssen jetzt einen Bombast aufbauen. Wir müssen jetzt das Making-of von Avengers Endgame. Da ist alles nur grün. Da hast du keine echten Sets. Nichts, null, nada. Und dann gibt's dann so das Making-of von Herr der Ringe als Gegenzug. Da sind die da mit echten mit Helikopter nach Neuseeland geflogen, haben dann da echte Berge bestiegen und alles. Avengers ist alles nur noch vom Greenscreen. Das ist total krass. Da habe ich mehr Set hier im Zimmer, als Marvel in Endgame gehabt hat. As the Penguin in Batman Returns. That was Mr. Freeze in Batman and Robin. How did Batman... Oh, Alter. Das war jetzt aber gerade schon wirklich peinliches Schweigen gewesen. Kann man das noch lauter machen? Ne? That was Mr. Freeze in Batman and Robin. How did Batman beat you? Oh, he used my one weakness against me. Heat? Love. Oh. He threw me out a window. Ah. Really? Sie machen sich über den eigenen Film lustig. Ich frage mich, wie die aber jetzt den Bogen spannen wollen von Batman zu Godzilla. Yeah, he's really Batman, the son of a bitch. Where is he? Yeah. He's here. I hate him. There he is. He's right here. He's right here. Look. You have a lot of nerve to show your face around here. You got, you know. Son of a bitch. You are a real beak breaker. I'm gonna see you after the governor's ball. Better believe you. Pal. All right. And here are the nominees. For achievement in visual effects, the artists who take us beyond the real world, beyond the limitations of a movie set. The creator, Jay Cooper, Ian Cumley, Andrew Roberts, and Neil Corbett. The creator soll ja aber auch extrem krass gewesen sein vom CGI, ne? Weil das irgendwie auch eine neue Art von Technik gewesen ist, dass das alles sehr realistisch ausgesehen hat. Hat denn irgendeiner von euch gesehen? The Creator? Werde ich mir auf jeden Fall auch nochmal angucken müssen. Godzilla Minus One, Takashi Yamazaki, Kyoko Shibuya. Aber sogar die Fans gehen da viel mehr ab, ey. So bei The Creator war das noch relativ verhalten, da war das so, ja, same as always. Und danach kommt Godzilla und die flippen alle schon aus im Publikum. The Creator. Jay Cooper, Ian Cumley, Andrew Roberts, and Neil ganz Corbett. Langsam so. Godzilla Minus One, Takashi Yamazaki, Kyoko Shibuya, Masaki Takahashi, and Tatsuji Nojima. Guardians of the Galaxy. Nee, ey, lass diese Marvel. Tut mir echt leid, Mann, aber das sieht doch. Guardians of the Galaxy für bestes CGI. Immerhin noch besser als Ant-Man and the Wasp, auf jeden Fall, ja. Aber trotz allem ist es auch wieder nur CGI-Gewichse. Das ist keine Kunst, finde ich. Das ist nicht die Kunst des Films. Ach, da! Da, hinter den Kulissen.
Aber die Maske ist cool. Alexei Weisbrot, Guy Williams and Theo Bialik. Mission Impossible, Dead Reckoning Part 1. Hier, das finde ich zum Beispiel interessanter. Wenn man sich das mal anschaut, bei Mission Impossible ist eh eine andere Nummer. Moment. Da wird CGI sinnvoll benutzt. Du hast jetzt nämlich dann hier trotzdem... Da ist auch Greenscreen mit dabei, alles klar, ne? Aber du hast halt trotzdem so eine Art von Set, dass du halt jetzt hier wirklich sagst, okay, wir nehmen CGI jetzt wirklich nur für das Minimalste. Und das ist ja das Stück da hinten, das hier. An den Fenstern vielleicht noch, da haben die aber eine andere Technik für benutzt. Die Guardians-Filme sind, ja, das stimmt, die sind auch, ich finde die auch nett, ja. Die machen schon Spaß. Obwohl ich den ersten immer noch am meisten mag. Wie bei Avengers aber auch, finde ich den ersten auch am besten. So, wenn die Helden sich erst noch zusammenfinden müssen, macht's immer am meisten Spaß. Part 1. Alex Woodka. Ja. Simone Coco, Jeff Sutherland and Neil Corbell. Napoleon, Charlie Henley. Habe ich nicht gesehen, aber auch hier haben wir wieder ein echtes Set. Klar, mal den Hintergrund haben sie natürlich auch wieder mit Blue da eben Greenscreen dann verändert. Ewan, Martin Fenuet, Simone Coco and Neil Corbell. That's it. Eddie. Europe. And the Oscar goes to... Halt, hättet ihr aber jetzt in dem Augenblick wirklich gedacht, dass Godzilla Minus One gezogen wird? Hat das irgendjemand von euch live gesehen? Guardians 3 sieht mega aus, aber nicht für einen Oscar. Nee, tatsächlich nicht. Weil heutzutage sieht eigentlich jeder Film in irgendeiner Art und Weise gut aus, oder? Und eben auch alle sehr gleich. Eher Create, ja, hätte ich vielleicht auch. Mission Impossible ist wahrscheinlich auch wieder extrem krass gewesen, aber der hat ihn, glaube ich, auch schon ein paar Mal gewonnen. Und das meine ich jetzt wieder. Ich will da auch nichts unterstellen, aber ich könnte mir vorstellen, dass Mission Impossible schon mal weniger die Chance hatte, weil die den Oscar eben schon mal gewonnen haben. Ich meine, die haben den schon mal gewonnen gehabt für beste Special Effects. Und Godzilla war eben so eine Überraschung und ich, ja. There we go. This is... Godzilla. Yeah. Yeah. Allein, dass er eine Godzilla-Figur dabei hat, macht ihn unglaublich sympathisch. Das ist so... Ja, die haben alle eine dabei. Guck doch mal. Takashi Yamasaki. Yeah. Yeah. Yoko. Shibuya. This is the first Oscar win and nomination for the visual effects team from Godzilla Minus One. Die Musik. Oh Gott, da muss ich ganz kurz drüber labern, sonst wird's wieder gesperrt auf YouTube. Einfach mal kurz auf Pause drücken. Ja. Habt ihr den Film inzwischen eigentlich alle gesehen? Ist eigentlich auch mal eine ganz gute Frage. Godzilla Minus One. Wir müssen ja einige immer noch drauf warten, leider, weil der Film ja... Wann kommt der jetzt raus? Nächsten Monat, erst im April, glaube ich, auf Blu-ray, ne? Bester Godzilla-Film ever, sagst du sogar. Ja, ich fand den halt auch schon ziemlich krass. Und je länger der Film so sacken bleibt, umso geiler wird der. Da fehlt einer im Godzilla-Kostüm, das wäre zu geil, ey. Stimmt aber. Gerade auch die Wasserszene, die da im Hintergrund läuft, auf diesem Bildschirm hier. Die war schon ziemlich gut gewesen. Die rennen einfach Danny DeVito um, ey. Der Arme. Ich hätte halt einfach so hart keine Rede vorbereitet als Godzilla-Typ. Ich hätte einfach gedacht, komm, scheiß drauf. Gewinnen wir jetzt eh nicht. Was machst du denn aber dann, wenn du keine Rede vorbereitet hast? Dann musst du halt voll übel improvisieren. Oh Gott, wie aufgeregt er ist. Ja, cool.
My career began 40 years ago after the shock of seeing Star Wars and Close Encounters of the Third Kind. Warte mal, das will ich hören. Wir stehen aber halt akustisch gerade überhaupt nicht. Keine Untertitel, echt jetzt. Irgendwas mit Star Wars, als er Star Wars gesehen hat, irgendwas erzählt eben gerade. Moment. After the shock of seeing Star Wars and Close Encounters of the Third Kind. To someone so far from Hollywood, even the possibility of standing on this stage seemed out of reach. The moment we are nominated, we felt like Rocky Balboa. Welcomed into the ring as equals by as Er hat sich einfach nicht drauf vorbereitet, das ist ja zu geil. Er hat einfach er liest es einfach gerade zum ersten Mal, glaube ich. Cool. Because by our biggest drivers, which was already Miyako. But shall we stand? to all the black artists outside Hollywood. Arnold Schwarzenegger denkt sich auch gerade, die sprechen genauso gut Englisch wie ich. Hollywood was listening and this award is proof that everyone has a chance. Finally, on behalf of the cast and crew of Godzilla Minus One, I want to tell our... Aber wieso haben die denn nicht jetzt hier auch einfach so einen Dolmetscher? Normalerweise reden die doch immer einfach auf ihrer Landessprache. Und dann wird das Ganze einfach ins Englische übersetzt, oder nicht? Oder haben wir das nur so in Deutschland? Dass wir Deutschen das brauchen, weil wir zu doof sind, um Englisch zu sprechen. Aber so kenne ich das, glaube ich, auch bei den Oscars, oder nicht? Die Oscar-Statuen stehen dann neben den Godzilla-Figuren im Regal. Auf jeden Fall, da kannst du einen drauf lassen. Die werden noch am selben Abend, die werden sich erstmal ordentlich besoffen haben nach dem Abend. Und danach werden die auf jeden Fall schon die ersten Pläne im Suff für Godzilla Zero plus 1 haben überlegt haben. Godzilla Zero. 100 pro, ey. Producer Shuji Abe, who we lost too soon. We did it. Thank you. Thank you so much. Ist er hier der Erfinder von Godzilla gewesen? Der Oscar müsste ein goldener Godzilla sein. Das wäre natürlich auch sehr cool. Aber die können die auch einfach einschmelzen lassen, die Statuen selber einen draus machen. Ich habe jetzt leider keine Ahnung, was er gesagt hat. Also gar nicht. Er hat auf jeden Fall mal kurz Rocky erwähnt und Star Wars, aber sonst habe ich keine Ahnung. Der geilste, ey. Das kommt bei dem voll aus dem Herzen raus, dieser Schrei. Als hätte ihm gerade einer mit voller Wucht in die Eier getreten. So voll mit Anlauf und dann schreist du einfach. Er hat auch einen goldenen Godzilla hier. Guck mal. Selber mitgebracht zwar, ja, aber er hat einen da. My career began 40 years ago after the show. Okay, seine Karriere ist 14 oder 40? 14 Jahre, oder? After the shock of my career began 40 years ago. Nee, vor 40 Jahren, sagt er. After the shock of seeing Star Wars and the crew. Nach dem Schock, nachdem ich Star Wars gesehen habe. Im positiven Sinne wahrscheinlich. Encounter the third kind. Ich habe keine Ahnung, was das heißt. To someone so far from Hollywood, even the possibility of standing on this stage. Irgendwas, das er jetzt hier auf der... Ich habe keine Ahnung, was er erzählt. Tut mir wirklich leid. Aber er freut sich auf jeden Fall.
seemed out of reach. The moment we were nominated, we felt like Rocky Balboa. Welcome. Ich glaube, er will so ein bisschen darauf eingehen, dass Rocky Balboa ja damals auch so unerwartet. Hat er nicht sogar auch einen Oscar gewonnen damals, der erste Film? Und der war ja einfach nur so ein Projekt gewesen von Stallone selber. War das nicht sogar eine Idee, die er geschrieben hat, wo er noch auf dieser Filmschule war? Irgendwas war da auf jeden Fall. Und da hat ja auch keine Sau damit gerechnet, dass der Film jetzt einfach so ein Erfolg werden würde. Und ich glaube, darauf will er gerade so ein bisschen eingehen. Beim nächsten Oscar kann er das besser ausdrücken. Into the ring as equals by as Sag mal, aber wenn sie ihm doch gerade zuflüstert, was er zu sagen hat, warum spricht sie denn dann nicht einfach ins Mikrofon? Würde mich auch wahnsinnig machen. Sie hier. Du hörst die ganze Zeit nur so. Because by our biggest driver, which was already Miyako. But shall we stand? to all the black artists outside Hollywood. Hollywood was. Ja, sie flüstert Englisch zu, aber deswegen sage ich ja, warum spricht sie denn nicht einfach selber ins Mikrofon? Wenn er es doch anscheinend nicht richtig kann, aber sie kann's, soll sie doch einfach sprechen. Oder macht man das nicht? Listening and this award is proof that everyone has a chance. Aber er zieht's auch einfach eiskalt durch. Das ist nochmal ein Riesenrespekt, dafür werde ich mir am liebsten gleich nochmal einen Preis verliehen. Er zieht's einfach komplett durch und guckt einfach nur ins Publikum und die haben alle so, ja, kein Wort verstanden, aber er hat auf jeden Fall recht, finde ich geil. Die wissen selber nicht, was er gerade sagt. Und bei jedes Mal, wenn er ins Publikum guckt, fangen die an zu klatschen. Das ist richtig geil. Achtung. Buh. Achtung. Miyako. But shall we stand? Guck. Er lacht sogar selber, weil er sich denkt, warum freuen die sich jetzt? Ah, geil. Outside Hollywood, Hollywood was listening and this award is proof that everyone has a chance. Finally, on behalf of the cast and crew of Godzilla Minus One, I want to tell our... Vor allem müsst ihr euch überlegen, ihn versteht jetzt ja einfach niemand im Raum. Ihn verstehen jetzt die Leute nicht, die Englisch sprechen, aber auch nicht die anderen. Einfach niemand weiß, was er jetzt gerade zu sagen hat. Producer Shuji Abe, who we lost too soon, we did it. Thank you. Thank you so much. Aber das würde ich jetzt einfach mal ganz gerne wissen, wer er jetzt ist. Weil er hat ja gerade anscheinend irgendwie ihm noch so eine Ehre erwiesen. Ob er jetzt entweder bei der Produktion oder während der Produktion verstorben ist oder ob das wirklich jetzt hier der Erfinder war. Das ist ja... Aber anscheinend ehrt er ihn jetzt ja gerade nochmal und sagt ihm jetzt noch, ey, wir haben es geschafft. Deswegen habe ich gemeint, ob er hier wirklich der Erfinder von Godzilla ist. Und er sagt jetzt eben einfach, jetzt haben wir nach so und so vielen Jahren den Oscar endlich gewonnen. Aber irgendwas war da anscheinend. Ich würde das zu gern einfach mal hören. Du hast hier aber nicht mehr Untertitel. Das raff ich halt auch nicht. Das ist inzwischen ein Knopfdruck auf YouTube. Dann kriegst du das. Thank you. Thank you so much. Und jetzt hat sie gesprochen. Naja, okay. Gut. Die waren eben auch einfach nervös und alles, aber das ist ja sau sympathisch, ey. Ich gönn's denen halt echt. Die freuen sich auf jeden Fall jetzt. Sehr geil. Godzilla Minus One, also ein Riesenerfolg für alle Godzilla-Fans und ja, scheinbar war der Hype um Godzilla Minus One eben nicht übertrieben gewesen. Und darauf kann man sich aber schon mal einstellen, dass Godzilla X Kong oder Godzilla Kong, der wird in dieser Riege nicht mitspielen. Also wenn Godzilla Kong einen Oscar gewinnt nächstes Jahr,
dann zweifle ich wirklich dran, ob das irgendwie mit rechten Dingen dazugeht. Also Godzilla meint, das wird jetzt kein Meisterwerk werden. Das meine ich damit einfach nur. Der Erfinder von Godzilla war Ishii. Ja, aber war der das eben gerade gewesen? Nein, ne? Das war der eben nicht. Auf dem Bild. Ich weiß, dass der verstorben ist. Er hat ja aber eben gerade auch nur ein Bild dabei gehabt. Und er sagt hier irgendwas und ehrt ihn dann, den Mann hier auf dem Foto. Das heißt, da muss irgendwas passiert sein. Und ich kann das halt wirklich jetzt gerade nur deuten, weil ich nichts verstanden habe. Chance. Hier jetzt gleich, Achtung. Finally, on behalf of the cast and crew of Godzilla Minus One. So, the help of the cast and crew of Godzilla Minus One. I want to tell our producer, Shuji. Okay. Shuji Abe, who we lost too soon. Der Produzent ist verstorben. I wanna tell our producer who passed too soon, sagt er gerade. Achtung, er ist doch verstorben, der Produzent. Minus one, I want to tell our producer Shuji Abe who we lost too soon. Who we lost too soon, ja. We did it. Thank you. Thank you. Ach, krass, ey, das macht es ja noch mal viel emotionaler, ey. Das heißt, dann ist er entweder erst nach Godzilla Minus One verstorben oder währenddessen irgendwie schon, aber das ist auf jeden Fall der Produzent. Und er sagt ihm jetzt einfach gerade noch, ey, ah, wir haben es geschafft. Das ist jetzt noch, das ist ja schon ein bitterer Beigeschmack auf jeden Fall. Das ist schon ein bitterer Beigeschmack. I want to tell our producer, Shuji Abe, who we lost too soon. We did it. Thank you. Thank you so much. Ja, mich freut's auf jeden Fall, ey. Und viele gehen ja aktuell davon aus, oder ist jetzt gerade so auch die große Frage, was kommt jetzt nach dem großen Comic-Hype? Weil der ist jetzt langsam vorbei. Es gibt ja immer so bestimmte Phasen in der Filmgeschichte. So den Western gab es ja mal eine ganze Zeit lang. Und dann war da der große Hype eben vorbei. Jetzt haben wir aktuell halt sehr, sehr lange haben wir jetzt ja die Superheldenfilme gehabt. Das flammt jetzt aber eben langsam auch so ab. Und jetzt sagen halt einige, okay, was kommt jetzt eben danach? Kommen jetzt Videospielverfilmungen? Kommen jetzt Anime-Realverfilmungen? Was aber, wenn das jetzt kommt? Vielleicht bekommen wir jetzt ein Zeitalter der Monsterfilme. Das wäre natürlich eine schöne Sache. Monster- und Dino-Filme. Jurassic Park-Universum kommt und das Godzilla-Universum kommt eben auch. Das könnte tatsächlich sein, ohne Scheiß, dass genau das jetzt diese riesige Comic-Phase einfach ablöst. Das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Als Andenken und Dankeschön und guck mal, was dein Film... Ja, genau. Aber deswegen hat dann der Preis nochmal, finde ich, nochmal ein bisschen mehr Wert einfach so. Das ja, einfach der erste Godzilla-Film seit Erfindung des Franchise, oder das war ja damals nicht als Franchise gedacht, seit Erfindung von Godzilla, der jetzt irgendwie einen Oscar gewinnt. Und dann eben noch ihm zu Ehren auch nochmal zu sagen, ey, wir haben es halt geschafft. Und er scheint das ja nicht mehr miterlebt zu haben aus irgendwelchen Gründen. Ich schätze mal, dass er irgendwann zwischen der Veröffentlichung des Films und jetzt irgendwie den Oscars verstorben ist. Und ja. Ja. Dann bin ich jetzt mal gespannt. Ich schätze mal, dass wir jetzt innerhalb der nächsten 6 Monate auf jeden Fall dann schon mal die ersten News bekommen werden, was jetzt hier weiter geplant wird. Das wird auf jeden Fall nicht mehr so lange dauern wie Shin Godzilla zu Godzilla Minus One. Das wird länger, schneller gehen. Denke ich mal. Der Embryosaft. Sehr, sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig. Heute aber nur in einer riesen Wasserkaraffe. Irgendwie ist meine Stimme ein bisschen weg. Auf dich. Avatar und Dragon Ball haben gereicht. Die waren echt schwer. Gut, Dragon Ball kannst du ja nicht vergleichen jetzt mit Avatar. Oder meinst du den Film?
Der ist ja schon wieder ausgestrichen eigentlich. Das, wir haben jetzt ja die Serie bekommen. Und die war nicht schlecht. One Piece fand ich auch nicht schlecht. Ich bin ja einer, der den Anime überhaupt nicht ab kann, weil es mir zu überzeichnet ist. Ich fand die Serie geil auf Netflix. Wenn jemand fragt, für wen sind denn Realverfilmungen für Anime gedacht oder wer braucht denn sowas? Für mich, ich brauche sowas. Ich kann mir Anime nur ganz bedingt angucken, weil mir das meistens viel zu viel ist. Es ist mir zu viel Quatsch, zu viel Rumgeschreie, gerade im Japanischen, und zu viel Überzeichnung. Ich finde das nämlich geil. Also Realverfilmung zu Anime würde ich mich auch drüber freuen. Und vielleicht bekomme ich irgendwann nochmal meinen Dragon Ball Realfilm. Irgendwas. Naruto planen sie jetzt ja wohl auch einen Kinofilm aus irgendeinem Grund. Aber trotz allem kann das Monsterverse oder eben auch Jurassic jetzt so langsam dann vielleicht auch mal das Kino ablösen. Und dann gehen wir eben weg von Superhelden und gehen jetzt mehr in das Monsterverse rein. Genau, One Piece Staffel 2 kommt auf jeden Fall. Und Avatar haben sie jetzt sogar, glaube ich, schon Staffel 2 und 3 bestätigt. Meine ich. Aber wichtiger ist, dass sie ja schon vor dem Oscar jetzt überlegt haben, Godzilla Minus One wird auf jeden Fall ein Prequel bekommen. Nee, ein Sequel. Also eine Fortsetzung. Und jetzt haben sie eben die Oscars gewonnen. Jetzt wird das auf jeden Fall passieren. Plus, Godzilla Kong wird jetzt das Monsterverse so richtig lostreten. Und wir bekommen Ende 2025 schon die zweite Staffel von Monarch. Plus Jurassic World Serie und das neue Jurassic Film Gedöns, wie auch immer das heißen wird. Es wird eine geile Zeit. Es wird eine sehr, sehr geile Zeit. Oh, werde ich viele Videos darüber machen. Und oh, werden sich da wieder viele drüber aufregen, dass da alles so ausgeschlachtet wird. Das wird witzig. Ich fand es gestern Abend so schön, dass es Godzilla bei den Oscars allen Hollywood-Special Effects-Leuten gezeigt hat. Ja, finde ich auch auf jeden Fall. Und vielleicht lernt man dann daraus auch so ein bisschen, dass man nicht immer so übertreiben muss, dass es nicht immer diese Masse an CGI-Effekten sein muss. So, ich bin ja, also wenn ich mit Eve über irgendwas quatsche oder auch generell Eves Meinung teile ich ja überhaupt nicht, wenn er sowas sagt wie Jurassic World hat schlechtes CGI, das sieht schlecht aus, sage ich auf gar keinen Fall sieht das schlecht aus, das ist so ein Bullshit. Das ganze Gemecker über schlechtes CGI ist großteils einfach generisches Gemecker, was genauso generisch ist wie das CGI angeblich selber. Wir haben einfach nur zu viel von dem CGI, weil sich keiner mehr Mühe gibt, eine Szene oder irgendwie einen Film zu überlegen. Wenn du an irgendwelche Probleme kommst, ein Christopher Nolan zum Beispiel, ne? Er kommt auf die Idee, wir müssen jetzt eine Traumsequenz drehen, in welchem sich ein Auto überschlägt und dadurch eben dann auch im Traum die gesamte Umgebung sich eben drehen muss. Da hätte jeder andere gesagt, machen wir mit CGI. Nolan sagt einfach, wir bauen einfach einen Flur und drehen den einfach. Das finde ich halt viel geiler und das merkst du auch im Film später. Kennst du Science-Fiction-Film District 9? Ja, kenne ich. Der Film hatte auch nur 30 Millionen und sieht dafür sehr gut aus. Er sah früher zumindest geil aus. Ich habe ihn lange nicht mehr gesehen. Ich finde die Monsterverse-Filme persönlich aber auch erfolgreich. Das hat nichts mit Finden zu tun. Das ist ja keine Meinung. Es gibt eine Grenze, ab wann ein Film in Hollywood als Erfolg gilt und ab wann eher nicht. Und wenn ein Film, sage ich jetzt mal, nur in Anführungszeichen 10 Millionen plus macht, zu den Kosten, die er bei der Produktion eben verschlungen hat, gilt das nicht als Erfolg. Weil du musst immer auch noch die ganzen Werbekosten mit draufrechnen. Und sogar dann, ich wusste mal, wie viel das war. War es ab 100 Millionen? Nee, das ist ein bisschen viel, glaube ich. Aber es gibt auf jeden Fall eine Grenze, ab wann ein Film wirklich als Erfolg gilt. Und die Monsterverse-Filme, die waren immer so ganz knapp dran. Die waren immer gerade mal so ein Erfolg. Und bei Godzilla vs. Kong war es aber auch nur so gewesen, weil er eben von der Pandemie profitiert hat. Deswegen waren die Filme nie jetzt wirklich durchschlagende Erfolge gewesen. Und ich glaube, deswegen bekommen wir jetzt auch bei Godzilla Kong so einen krassen Bruch von der Tonart her. Dass die jetzt eben sagen, wir müssen jetzt irgendwas Neues ausprobieren, was vielleicht mehr Leute ins Kino lockt, nämlich auch die ganzen Marvel-Fanboys und Fangirls. Und deswegen muss alles ein bisschen bunter werden. Das kann ich mir schon ganz gut vorstellen.